So, dann gucken wir mal, ob wir einfach nur schlafen können. Ja, schlafen müsste reichen. Dann müssen wir die extra zum blauen Kristall laufen. Ah, noch ein Traum. Sie werfen alle ihr Schrottmetall und Altteile runter in die Gruben. Das ist das, was wir wohl gerade gefunden haben. Es könnte sein, dass wir das finden, was wir. Es könnte sein, dass wir das, was wir suchen, dort finden werden. Okay, danke für den Hinweis. Anscheinend kann er keine Gedanken lesen, sonst wüsste er schon, dass wir die Teile gefunden haben. Also vermutlich die Schrottteile. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das auseinanderhalten. Ich denke mal irgendwie am Gewicht. Also der Schrott wird ganz viel wiegen, 21 Kilo, wie das da zum Beispiel. Kanister 7,5, Metallframe 2, Blade Gear 2. Oh, da steht drunter. Ein fein gemachtes Maschinenteil. Wir brauchen es. Ein Container für korrosive Gase, also ätzende Gase. Es ist jenseits aller Reparaturmöglichkeiten. Okay, das brauchen wir anscheinend nicht. Das ist bloß Altmetall. Brauchen wir wohl auch nicht. Die Zähne sind zu groß bei diesem Zahnrad. Wir brauchen ein kleineres. Okay, ich hätte wohl einfach nur lesen sollen, was da steht. Also das kleine Zahnrad brauchen wir. Das große Zahnrad brauchen wir nicht. Das heißt, bisher haben wir nur ein Teil gefunden. Sehe ich das richtig? Ja, anscheinend. Aber gut, jetzt wissen wir wenigstens, dass wir nicht jeden Schrott da mitschleppen müssen. Feuerball. Blitzstrahl und weiter geht die Suche. Versuchen erstmal hier oben wieder einen umzubringen und springen dann runter. Da sind zwei Metallgolems. Da ist ein Magier. Wir können ja mal taktisches Runterspringen weiter exerzieren. Also da sind wir runtergesprungen und kamen. Wo kamen wir raus? Irgendwo da. Oh, da kommt was näher. Golem. Das war jetzt ein richtiger Backstab. Für 21 Schaden. Das ist echt ein Witz. Kaputt. So kriegen wir dich auch kaputt. Ach, machen wir alle. Aber der Feuerball ist eh stärker. Na komm. Vielleicht müsste er tot sein, genau. Ting, ting. Au. Einfach immer in seinem. Ich wollte gerade sagen, einfach immer in seinem Rücken bleiben, aber das klappt nicht. Gift macht keinen Schaden. Das verwundert mich jetzt irgendwie nicht. Da laufen wir mal wieder zum blauen Kristall. Besser als jetzt zu sterben und den alten Speicherstand zu laden. Also hier rum, darum. Er ist ja wenigstens nicht weit weg. So, gleich wieder ein Blitzstrahl, gleich wieder ein Feuerball. Und runter da. Oh. Zur Hölle. Hat uns gerade über die Etage rüber verfolgt und uns umgebracht. Das war komisch.
Na gut, schlafen wir wieder vom blauen Kristall, bis er aufgeladen ist. Ja, definitiv harte Gegner. Wir hätten unser Unsichtbarkeitszauber benutzen können. Auch allgemein. Bei der Kriegerherausforderung hätten wir es auch schon benutzen können. Stand auch in den Kommentaren. Und allgemein gibt es öfters mal Situationen, wo es ganz hilfreich gewesen wäre. Also zum Beispiel sich unsichtbar machen, dann den Gegenstand vom Altar nehmen und gucken, was passiert. Solche Sachen zum Beispiel. Aber naja. So. Feuerball. Blitzstrahl. Ne, jetzt machen wir unsichtbar. Wo ging es runter? Da ging es runter. Unsichtbarkeitszauber war der. Unsichtbar. Schon mal Blitzstrahl vorbereiten. Und runter. Und er ist nicht mehr im Weg. Das ist schon mal sehr gut. Da bist du ja. Kannst du uns sehen? Ja, du kannst uns sehen. Was soll denn der Scheiß? Vielleicht geht das Unsichtbarkeit weg, wenn man die Ebene wechselt. So, der wäre jetzt auch kaputt. Endlich mal schön still hier unten. So, erst ein bisschen schlafen. Und dann springen wir mal in die nächste Fallgrube, um zu gucken, ob wir irgendwo rauskommen können, wo wir vorher noch nicht waren. So, okay, das reicht. Also, springen wir mal da runter. Das war hier. Nö. Haben wir die Knöpfe schon gedrückt? Nee, irgendwo geht was auf. Hier ging was auf. Tada, Secret mit einer Kiste. Was in der Kiste ist? Jede Menge Kräuterkram. Was mich daran erinnert, dass wir mehr Heiltränke herstellen sollten. Feuerfeil kann hier bleiben. Kiste kann auch hier bleiben. Aber ganz viele Heiltränke. Denn auf unserem Trip haben wir jetzt schon eine Menge verbraucht. So. Tauschen wir ein bisschen aus. So, du hast zwei. Du hast jetzt auch zwei. Und du hast schon wieder Hunger. Geht ja richtig schnell, wenn ihr sterbt. Ja, sterben muss hungrig machen. Ah, ich höre so ein Flattervieh. Aber solange uns nichts piekst, mischen wir einfach weiter Tränke. Es kommt immer näher. So. Und so. Und so. Ja, mehr als genug Heiltränke. Ups. Schön, schön. Hier noch irgendwo irgendwas, was wir aufheben könnten oder drücken könnten oder so. Weil bisher sind die Knöpfe ja ziemlich offensichtlich. Also der Knopf hier war nicht wirklich ein Secret. Na komm, flatter, flatter. So, hier war kein Eingang. Das heißt, hier könnten wir durch taktisches Runterspringen hinkommen. Das wäre dann wohl da vielleicht. Ich hätte mir echt aufschreiben sollen, wo man rauskommt. Also wenn man eh runterspringt, kommt man eh Ausgang raus. Bei dem Knopf eben gerade. Das heißt, wenn wir da runterspringen, das wäre viel weiter links. 1, 2, 3. Hätten wir eigentlich in der Wand landen müssen, was aber nicht geht. Also sind wir wahrscheinlich hier irgendwo rausgekommen. Ja, definitiv gibt es hier noch ein paar Möglichkeiten für taktisches Runterspringen. Aber erstmal wollen wir Krimskrams aussortieren. Das war Ramsch. Dich wollen wir töten. Ich sagte, dich wollen wir töten. So, was haben wir hier? Habt ihr das gerade gesehen? Die Schrift da unten. Die hat sich so ganz komisch gedreht und erst dann war sie erkennbar. Wie in dem Traum. Also der Typ sagt uns gerade, welche Teile wir brauchen und welche nicht. Das ist verstörend. Da
Das ist ein Nozzle. Das ist sowas wie eine Düse. Wird gebraucht, um Feuer und Flammen zu spucken. Es ist mit Ruß überdeckt. Steht aber nicht, ob wir es brauchen oder nicht. Also nehmen wir es einfach mal mit. Scheint wohl recht schwer zu sein. Ja, 15 Kilo. Aber gut, können wir nicht ändern. Was haben wir hier noch so? Hier haben wir noch ein großes Zahnrad, das wir wahrscheinlich wieder nicht brauchen. Ne, wir brauchen ein schmaleres. Das haben wir ja auch schon. Was haben wir hier? Ein Infusor. Scheint noch zu funktionieren. Steht aber auch nicht, ob wir es brauchen oder nicht. Unser Freund in unserem Kopf ist ein wenig komisch, dass er uns das nicht sagt, aber na gut. So, Marder am Stock. Hat jemand Hunger? Isst du trotzdem. So, Fackeln haben wir auch jede Menge. Wiegen langsam zu viel. Und schon ist keiner mehr überladen. Da müssen wir noch gucken. Respawn die oder sind die aber noch viele davon? Aber langsam müssten doch alle tot sein. Na gut. Da. Mann. Wir wollen doch bloß in Ruhe einen komischen Metallgott wieder wecken. Kettenhandschuhe. Nein, ich will keine Kettenhandschuhe tragen, während ich meine Maschine habe. Es könnte aber echt sein, dass die Sachen hier unten respawnen, damit wir uns nicht so lange hier aufhalten. So, was haben wir hier? Ein Rohr für das Zirkulieren von gefährlichen Flammen. Steht aber auch nicht, ob wir es brauchen oder nicht. Dieser Schaft ist in einer guten Kondition, aber wir haben keinen Bedarf für so etwas. Schade. Was haben wir hier? Ein Sack mit Fackeln. Der kann auch mal hier liegen bleiben. Erz. Dieses Mineral ist reich an Energie. Klingt so, als wenn wir es gebrauchen könnten. Ich freue mich gleich schon auf das Zusammensetzen. Es wird so ein bisschen wie bei Indiana Jones 4 für einen Amiga damals. Da hat man auch so eine Sonnenscheibe in einer richtigen Reihenfolge aufeinander stapeln musste. Ach, schon wieder einer tot. So, sind wir jetzt einmal ganz rum? Nee, sind wir nicht. Das ist echt ganz schön groß hier unten. Ha? Okay. Von beiden Seiten kann man die Tore öffnen? Was macht das für einen Sinn? Nee, dich tü... Wow. A small gear. Und ein Bladed Gear. Ich würde jetzt ganz gerne zurück zu einem blauen Kristall. Und ich habe keine Ahnung, was der Knopf da hinten gemacht hat. Gucken wir mal kurz zu der Tür ohne Eingang. Vielleicht hat sich da ja was getan. Ja, sehr schön. Ich würde trotzdem ganz gerne zurück zum blauen Kristall. Obwohl, machen wir kurz einen Quicksave. Und ich höre Spinnen. Also richtige Spinnen, keine fliegenden Spinnen. Ja. Ich höre immer noch Spinnen. Die uns müssen aber gar nicht mehr treffen können, weil sie so starke Angriffskraft haben. Immer noch Spinnen. Genau, du. Oh, waren alle. Und
Krabbe und ja, ich denke, wir werden erstmal die restlichen Leute wiederbeleben müssen. Aber wir merken uns einfach, wir müssen jetzt gleich in den Raum, der keinen Eingang hat. Teleporter. Darum. Das ist das Problem, wenn man überladen ist. Man drückt zu weit die Tasten schon mal vor und das Programm geht dann alle nach und nach durch. Hau, was könnte hier rein? Wir können ja schon ein bisschen was rumprobieren. War das richtig? Oh, man kann es wieder rausnehmen. Drück, drück, drück. Nö. Drück, 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 drück. Das sieht so aus, wenn man hier ein großes Zahnrad brauchen würde. Aber er meinte, wir sollen keins benutzen. Erz. Komischer Injektor. Nö. Was haben wir hier? Hier könnte auch ein Zahnrad reinpassen. Nein. Das? Nein. Injektor? Nö. Ah, da, schön. Und hier wird auch irgendwas reinpassen müssen mit Zahnrädern, weil sonst würde das hier keinen Sinn machen. Weil das würde sich einfach nur leer drehen. Aber das ist cool. Hier haben wir noch gar nichts reingesteckt, ne? Wer hat die Teile? Er hat die Teile. Nö, nö. Ah, schöne Sache. Speichern wir erstmal ab, machen einen kleinen Cut und dann basteln wir schön an unserem Roboter, was auch immer das ist, da weiter. 89. Bis gleich.